Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr euren E-Scooter ganz einfach wieder auftunen könnt. Obwohl ihr zum Beispiel eine Tuning-Sperre habt, was bei neuen Roller sehr wahrscheinlich der Fall ist. So, als erstes sieht man hier, ich habe noch mein altes Dashboard hier eingebaut. Das kann man eigentlich nicht erkennen, aber das hat eine Tuning-Sperre. Das liegt daran, weil ich meinen Roller mit der Xiaomi Home App verbunden habe. Und damit, wenn ich meinen Roller hiermit verbinde, macht der Roller automatisch ein Update und dieses Update verhindert, dass man den Roller wieder tun kann. Deswegen, früher habe ich ja mal ein Video gemacht, da ging es ganz einfach. Und jetzt, wenn hier drauf ein Zwangsupdate ist, kann man den Roller nicht mehr auftun. Das heißt, man muss dieses Dashboard, was hier drin ist, austauschen. Und das zeige ich euch jetzt, wie es funktioniert. Als erstes löst ihr hier alle vier Schrauben. Das mache ich jetzt erstmal. So, jetzt sind alle vier Schrauben ab, wie man sehen kann. Und jetzt wird der Roller einmal hingelegt. So, und jetzt wird das Dashboard hier abgemacht. Einmal hier ab, so abgezogen. Als erstes machen wir gleich mal das Dashboard aus. Jetzt aus. So, dann ziehen wir einmal das Ding hier ab. Zack, ab. Und jetzt können wir hier drin das neue Dashboard einbauen. Ganz einfach. Dafür ist es sehr gut, wenn wir mit dem Föhn oder mit dem Heißluftföhn das hier ein bisschen erwärmt. Dann könnt ihr das einfach abziehen. Bei mir war das schon mal offen, deswegen geht es etwas einfacher. Ich habe es nicht mehr dran geklebt, nämlich so richtig. Seht ihr das? Jetzt kann ich das hier hochziehen. Zack, jetzt ist es ab. Und jetzt könnt ihr sehen, hier sind drei Schrauben, die man entfernen muss. Und dann kann man schon ein neues Dashboard einbauen. Das machen wir jetzt mal. Hier habe ich einen Schraubenzieher. Dann mache ich erstmal die erste Schraube raus. So, jetzt sind alle drei Schrauben draußen. Jetzt können wir das Dashboard schon mal ein bisschen rausziehen. Hier unten zum Beispiel. Zu was ändern, das nervt mich ja übelst. Jetzt kann man das Dashboard hier rausziehen. Zack, jetzt ziehe ich das raus. Dieses Kabel hier bleibt dran. Und hier sind ja verschiedene Steckverbindungen hier dran. Die einmal alle abziehen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Das waren schon alle, glaube ich. Jetzt habe ich das alte Dashboard hier in der Hand. Kann ich mal hier hinlegen. Und dann musste man leider auf Amazon ein neues Dashboard bestellen, wo noch keine Tuning-Sperre drauf ist. Das habe ich jetzt gemacht, weil ich hatte keine Chance mehr gehabt, hier das Tuning-Sperre wegzubekommen. Auf jeden Fall, hier, das bauen wir jetzt ein. Das ist fast genau dasselbe, nur mit einer alten Software. Und das ist jetzt genauso eingebaut, wie das andere ausgebaut wurde. Hier haben wir das. Jetzt haben wir hier wieder dieses eine Kabel dran. Hier. Und das kommt jetzt nach unten durch. Wie man hier sehen kann, da kommt es unten rein. Zack. Jetzt kommen die ganzen Verbindungen wieder zusammen. Zum Beispiel das hier mit dem zusammen. Wieder zusammengesteckt. Ist drin. Jetzt haben wir hier. Das hier kommt zusammen. Das sieht ihr in den Farben, weil die Drähte haben immer eine eigene Farbe. Und da wisst ihr, was zusammengehört. Zum Beispiel jetzt hier rot, grün, schwarz kommt mit rot, grün, schwarz zusammen.
So, und das letzte. Perfekt. So, hier sieht man jetzt nochmal, alle Drähte sind wieder zusammen. Und jetzt können wir das Dashboard wieder einbauen. Jetzt kommt es wieder ganz normal hier rein. So. Und jetzt muss ich gucken, wo ich die Schrauben hingetan habe. Hier habe ich Schrauben hin. Und jetzt kommen alle drei Schrauben wieder rein. So, jetzt sieht man hier, dass alle Schrauben wieder fest sind. Und hier ist noch eine Folie drüber, die könnt ihr jetzt einfach abziehen. Hier auf dem Bildschirm. Einfach ab damit. Zack, weg ist es. Und jetzt habt ihr noch, wenn ihr das Dashboard bestellt habt, hier verschiedene Teile dabei. Also zum Beispiel könnt ihr eine Abdeckung drauf machen hier. Alles neu dabei. Das mache ich jetzt zum Beispiel nicht, lasse es einfach hier drin. Ich mache mal eine alte Abdeckung einfach wieder drauf. Das hält ja relativ, wenn man schon einen Kleber drauf. Das mache ich irgendwann anders dran. Ist aber total egal, was ihr jetzt drauf macht, ob ihr das alte dran lasst oder das neue. So, das hält jetzt nicht so gut, weil kein Kleber mehr da ist. Aber egal. So, jetzt ist das Dashboard wieder drin. Und jetzt baut ihr das Ganze einfach wieder ein. Das hier zusammen. Mit dem zusammen. Hier sind zwei Pfeile abgebildet, da sieht man, wie es zusammenkommt. Zack, ist zusammen. Und jetzt wird das wieder hier reingesteckt. Und ist wieder zusammen. Und jetzt kommen wieder alle vier Schrauben rein. Erstmal können wir was testen, ob es überhaupt angeht. Und wie man sehen kann, das neue Dashboard geht an. Perfekt. Können wir es direkt wieder ausmachen. Ist aus. Und schon ist das neue Dashboard eingebaut. Jetzt müssen wir dieses Dashboard einfach wieder auftunen. Noch ein Tipp, löscht am besten eure Xiaomi Home App. Weil wenn ihr euren E-Scooter dann hiermit verbindet, kann das Zwangsupdate wieder installiert werden. Das wollt ihr natürlich nicht. Deswegen App löschen oder löschen. Oder ihr verbindet es erst gar nicht, ist eigentlich egal. Jetzt habe ich die App gelöscht. Das Tuning hier drauf funktioniert nur mit einem Samsung Handy oder mit Android generell. Ich habe ein iPhone, das ist aber nicht schlimm. Weil ihr braucht nur ein Samsung, um den Roller zu tunen. Danach könnt ihr auch mit einem iPhone, ihr braucht das Handy danach nie wieder, nur um es aufzutunen. Das heißt, das mache ich jetzt weg. So, und dann geht ihr auf eurem Samsung-Handy zum Beispiel ins Internet, weil im Play Store gibt es das leider nicht, die App. Geht ihr auf Scooter Hacking Download. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das ist es auch schon hier. Da drückt ihr drauf, geht hier runter, Download APK, herunterladen, herunterladen. Download wird gestartet, öffnen die Datei, installieren. So, jetzt haben wir es gleich installiert. Hier können wir es auch sehen. So, jetzt ist es installiert, jetzt drückt ihr öffnen. Drücken einfach OK in der App. Jetzt sucht ihr hier einen E-Scooter. Bluetooth ist an beim Handy. Jetzt schaltet ihr das Dashboard ein. Achso. Ihr müsst noch zulassen, euer Bluetooth.
Jetzt hat er meinen E-Scooter hier gefunden. Zack. Jetzt wird er connected. Jetzt ist er verbunden, der Roller. Und dann drückt ihr auf Flash. Jetzt könnt ihr hier eine eigene Firmware erstellen. Machen wir jetzt mal. Ihr drückt jetzt hier, zeige ich euch nochmal, auf Load Custom, Legal Custom Firmware, Make Firmware. Und jetzt könnt ihr hier eure Firmware erstellen für den Roller. Also alle Daten, wie er fahren soll. Das Wichtige ist dabei Power und Speed. Ihr könnt die Ampere einstellen, das lasse ich einfach so. Das heißt, wie viel Power der in welchem Modus haben soll. Braucht natürlich halt viel mehr Energie und der Akku schneller leer, aber hat doch mehr Power. Hier sind jetzt die Geschwindigkeiten. Im Sportmodus 34, Drive 28, machen wir mal Eco, machen wir mal 15 km/h soll er fahren. Im Drive soll er 20 fahren, 21. Wenn du ein bisschen mehr einstellst, ist nicht schlimm, weil der fährt meistens ein bisschen langsamer. Als wenn 21 da steht, fährt er nur 20 oder 19. So. Was noch wichtig ist, Motor Start Speed. Hier könnt ihr einstellen, ab wie viel km/h, wenn ihr den Roller anschubst, er selbst Gas geben soll. Mach ich einfach auf 3 km/h, da fährt er ein bisschen früher los. So, wir können noch Cruise Control machen. Das ist euer Tempomat. Das heißt, den mach ich auf 3 Sekunden. Wenn ihr 3 Sekunden dasselbe Tempo haltet, dann geht der Tempomat rein, von alleine. Und wenn ihr Bremsen drückt oder irgendwas oder nochmal extra Gas gibt, geht er wieder raus. Und dann machen wir Finish Time to Flash. Dann drückt ihr auf Make Firmware. Make Firmware. Okay, funktioniert. Und jetzt drückt ihr auf Flash. Start Flash. Und jetzt wird der Roller geflasht. Jetzt ist es der Roller geflasht. Und jetzt sollte der Roller unter normalen Umständen diese 34 km/h eingestellt sind. Können wir mal testen, wie schnell er wirklich fährt. Dazu den Roller. Und wie ihr sehen könnt, der Roller fährt schon 32 km/h. Tempomat ist drin. Das heißt, er hält jetzt von alleine das Tempo. Ich habe 34 eingestellt, 32 fährt er. Man muss bedenken, der Roller ist nicht ganz voll. Und es ist sehr kalt draußen. Ich glaube, 1 Grad haben wir draußen oder so. Und da ist es noch ein bisschen anders, wenn es Sommer ist, fährt er dann auch noch 1-2 km/h schneller. So, das war's vom Tuning her. Und wie ihr sehen könnt, die anderen Modus. Fußgänger, ich weiß gar nicht, was sie eingestellt haben. Hier 15 und Drive 22. Also passt, ich glaube, das habe ich auch eingestellt. Die Lampe geht noch ganz normal, perfekt. Dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.